Grüß Gott, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Verabredungen von Union und SPD zum Befristungsrecht gehen dahingehend, dass wir das Befristungsrecht umfassend reformieren wollen. Und wir sorgen dafür, dass wir für Rechtssicherheit sorgen, für mehr Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die befristet beschäftigt sind, indem wir auch den Interessensausgleich zwischen dem Flexibilitätsbedürfnis der Arbeitgeber auf der einen Seite und dem Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer zugunsten der Arbeitnehmer noch mal deutlich justieren. Das ist das zentrale Ergebnis unserer Verhandlungen in diesem Bereich, und ich finde, das ist auch gut. Und im Mittelpunkt von Unionspolitik steht dabei nicht die sachgrundlose Befristung. Im Grunde haben wir hier mit den Höchstfristen, mit den Regelungen hier in diesen Bereichen eh schon ein relativ stark reguliertes Instrument. Das, was uns bedrängt und die Menschen bedrängt, ist doch tatsächlich diejenigen, die sich von Befristung zu Befristung hangeln, über viele, viele Jahre hinweg einen Sachgrund nach dem anderen aneinander gehangelt werden und deswegen gerade keine Möglichkeit haben auf Planungssicherheit, keine verlässliche Perspektive für ihre Lebensplanung, wenn es darum geht, beispielsweise Familien zu gründen, ein Haus zu bauen. Und das führt natürlich zum Teil auch zu gesundheitlichen Einschränkungen. Und genau diese Lebensperspektive, die geben wir wieder ein Stück weit stärker zurück, indem wir die Kettenbefristungen entsprechend reformieren. Hier gibt es nämlich bislang keine zeitlichen Begrenzungen durch den Gesetzgeber. Und das ändern wir. Wir ändern dies, weil bislang die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes eine ist, die sehr ausziseliert ist, sehr fein ziseliert ist, aber eben wenig mit Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für den Rechtsanwender zu tun hat. Und deswegen verändern wir das und sagen ganz klar, nach 5 Jahren Befristung ist Schluss. Dann gibt es keine weitere Befristung, und damit sorgen wir für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Und das ist das zentrale Anliegen von Unionspolitik in diesen Bereichen, hier für mehr Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sorgen, eben gerade ihr Sicherheitsbedürfnis in diesem Bereich. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber selbstverständlich, gerne, Herr Präsident. Frau Müller-Gemenicke, bitte. Ja, selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe vorhin geredet, aber gerade deswegen habe ich jetzt noch eine Frage. Es ist gut, dass man bei den Kettenbefristungen was macht. Das unterstützen wir. Habe ich vorhin nicht gesagt, sage ich jetzt. Das ist doch gut. Sehr gut. Aber ich habe vorhin ein Problem geschildert bei der sachgrundlosen Befristung. Und das ist ja wohl relativ unsäglich. Und was wollen Sie gegen diese üblen Formen der sachgrundlosen Befristung machen? Na, schauen Sie, liebe Frau Kollegin Müller-Gemmicke, wir erkennen zum einen das Flexibilitätsbedürfnis der Unternehmen an in dem Bereich der sachgrundlosen Befristung. Das ist das einzige Instrument, das relativ unbürokratisch in diesem Bereich ist. Aber wir verändern doch dieses Instrument auch, indem wir beispielsweise bei den Höchstfristen runtergehen. Wir verändern das, was auch die Verlängerungsmöglichkeiten angeht, wo wir bislang sagen, dreimalige Verlängerung in maximal 2 Jahren, gehen wir auf einmalige Verlängerung hinauf. Und gleichzeitig sagen wir auch bei der sachgrundlosen Befristung, wir führen jetzt eine Quotierung ein innerhalb des Unternehmens. Und deswegen führt dies dazu, dass wir hier einen massiven Eingriff in das Recht der sachgrundlosen Befristung hinnehmen, auch zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich finde das in Ordnung, dass wir solches tun, aber gleichzeitig doch nicht das Instrument der sachgrundlosen Befristung einfach wegnehmen, weil es eben auch das Bedürfnis der Arbeitgeberseite für Flexibilisierung betrifft. Und genau das ist es. Und wenn es um das Thema des Missbrauches geht, da sind wir uns doch einig. Natürlich wollen wir keinen Missbrauch von befristeter Beschäftigung. Und deswegen werden wir gemeinsam darauf hinsehen, wie wir das insgesamt gestalten können. Ich glaube, die Verabredungen, die hier Union und SPD gemeinsam getroffen haben im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, sind gut. Sie sind tragfähig. Sie verbessern vor allem die Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und nun wünsche ich uns, dass wir diese gemeinsamen Verabredungen auch tatsächlich umsetzen können. Herzlichen Dankeschön.